Oh mein Gott, Leute, und ihr seht hier schon, man kann einfach mit dieser einfachen Mission über 300.000 GTA 5 Dollar verdienen und mega, mega viel RP. Dazu muss man noch anbemerken, dass das Ganze auch AFK geht, sprich ihr müsst nicht die ganze Zeit an eurer PlayStation oder PC hängen, ist also super effektiv. Let's go, Mann. Viel Spaß beim Zuschauen. Oh, ach ja, und vergesse auf gar keinen Fall, den Creator-Code TIMEMATIC in Fortnite zu benutzen. Und noch diesen coolen Kanal hier zu abonnieren. Ab damit! Willkommen hier, Leute, zu der neuen Folge von GTA 5 Online. Heute geht es wieder darum, wie man schnell Geld bekommen kann. Das Ganze natürlich auch als Anfänger, sprich es gibt jetzt da kein bestimmtes Spielerlevel, was man sein muss, um diese Mission spielen zu können. Das Ganze ist auch super legal, sprich ihr könnt dafür wirklich nicht gebannt werden. Was man für diese Mission braucht, ist einfach noch ein Duo-Partner, mit dem ihr das Ganze machen könnt. Holt euch einfach einen Kollegen an die Seite und macht das Ganze mal. Das ist auch wirklich kein Problem, ihr könnt in der Zeit Abendessen gehen oder Hausaufgaben oder irgendwas machen, was weiß ich. Also ihr müsst wirklich nicht die ganze Zeit vor eurer PlayStation hängen und da irgendwie Missionen grinden oder so. Das geht natürlich auch, wenn ihr weg seid. Leute, ich entschuldige mich hier heute auch für meine Stimme, denn diese ist auch nicht ganz on point, sag ich mal. War gestern Abend hier ein bisschen zu viel feiern, dies, das. Man kennt es auf jeden Fall. Aber Leute, falls ihr auf jeden Fall keine weiteren GTA 5 Videos mehr verpassen möchtet und einfach legale Tutorials sehen möchtet, wie ihr wirklich super schnell und super einfach an Geld rankommen könnt, dann lasst mir jetzt ein kostenfreies Abo da und aktiviert die Glocke. Ich habe euch ja gerade den Clip eingeblendet, wie viel man insgesamt bei dieser Mission bekommen kann. Den Erspieler von diesem Gameplay, den verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Denn ich fahre morgen in den Urlaub und habe dann auch wieder Schule, dies, das. Sprich, ich kann jetzt nicht so lange aufnehmen, das Gameplay an sich so. Deswegen habe ich es mal von ihm genommen, nur diesen kleinen Ausschnitt. Aber ich hoffe, das wird kein Problem sein, sonst kann er mich auf den sozialen Netzwerken auch erreichen, wenn er Probleme hat damit. Seinen Kanal findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und damit würde ich schon sagen, ab mit dem Video. So Leute, jetzt geht's auch mal direkt los. Und das Erste, was ihr machen solltet, ist mal in den Story-Modus zu wechseln und eine geschlossene Sitzung zu starten, wo nur Spieler mit Einladung reinkommen können. Das geht wirklich ganz easy, wie gesagt. Nur kurz in den Story-Mode wechseln. Dann müsst ihr einfach auf den Reiter Online klicken und dann könnt ihr einfach hier Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Das hilft einfach dabei, dass nicht irgendwelche andere Leute joinen. Man kennt es auf jeden Fall. Oder dass man auch sofort hostet so an sich. Weil ihr solltet wirklich nur mit eurem Freund die Mission machen, sonst kann es wirklich, ich sag mal, richtig triggern, so wenn die Gegner einen dann abfucken und so. Also wirklich einfach nur Sitzung nur für Spieler mit Einladung starten und dann kann es auch eigentlich direkt mal schon losgehen. Ihr spawnt dann also ganz alleine in eurem Apartment oder sonst wo. Was ihr jetzt dann macht, ist einfach auf euer Menü zu klicken, dann auf Online zu klicken, dann auf Jobs zu klicken, dann auf Job spielen, dann von Rockstar erstellt. Und Leute, dann geht der runter zu dem Gegnermodus. Ich denke, jeder von euch sollte das Ganze schon kennen. Leute, dann solltet ihr so lange scrollen, bis ihr dann zu diesen Occupy-Missionen kommt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Das Ding ist, wir brauchen diese Occupy-Mission Nummer 3. Sprich, wir klicken jetzt einfach die Occupy-Mission 3 an, Leute. Deutsch, wo bist du? Da klicken wir jetzt einfach mal drauf und starten sie. Super wichtig ist einfach, dass ihr diese Spielersuche wirklich auf geschlossen macht oder einstellt, denn dann kommen nicht irgendwelche Randoms rein und so weiter. Also ihr könnt dann auch euren Freund einladen, ganz, ganz einfach. Bei diesem Gewinne mit solltet ihr 5 Runden eingestellt haben. Bei der Rundendauer könnt ihr 15 Minuten oder solltet ihr sogar 15 Minuten eingestellt haben. Bei der Zielpunktzahl könnt ihr 400 Punkte eingestellt haben und dann kann es auch eigentlich schon direkt mal losgehen. Ihr klickt dann einfach auf Einstellungen bestätigen und startet dann diese Occupy-Mission Nummer 3. Übrigens habe ich jetzt auch eine Crew. Falls du dieser Crew joinen möchtest, dann kannst du das auf jeden Fall tun. Der Name heißt einfach nur MVP Forever. Leute, MVP konnte ich nicht, der Name war zu kurz. Und die anderen Namen waren schon vergeben mit MVP, dies, das. Einfach MVP, 4 und dann Ever. Und dann kannst du auf jeden Fall auch in meinen Clan joinen. Da mache ich nice Paintjobs mit dem Code von dieser Crew. Oder ich spiele mit euch Missionen, damit ihr auch schnell Geld bekommt. Also join der Crew, Leute, und ihr habt auf jeden Fall einen Mehrwert. Naja, jetzt sind wir auf jeden Fall in dieser Mission angelangt. Eine Mission ist es in der Hinsicht nicht, aber wir sind jetzt in diesem Job angelangt. Wir spawnen dann auch. Und dann steht da unten schon erobere Bereiche, um Punkte zu machen. Ich sage euch gleich schon mal, eine Runde dauert wirklich 15 Minuten. Das ist halt so, das geht wirklich nicht schnell, ich bin wirklich ehrlich, aber das Coole ist, ihr müsst wirklich nicht dranbleiben, also ihr müsst euch unbedingt irgendwie durchgehend bewegen, sonst werdet ihr nämlich nach einer Zeit gekickt. Ich glaube, es sind 5 Minuten oder so, da wird man dann automatisch gekickt, wenn man sich nicht bewegt hat. Aber Leute, da müssen wir jetzt irgendeine Lösung finden, damit wir uns bewegen und jetzt nicht gleichzeitig aktiv, ich sag mal, irgendeine Maustaste drücken müssen oder am Controller da irgendwie rumlaufen müssen. Da müssen wir jetzt echt eine Lösung finden, ist auch, ich würde mal sagen, ganz einfach so. Ich würde mal sagen,
sagen, wir fangen jetzt mit der Methode an für Maus und Tastatur. Leute, wir sitzen auf so einem Motorrad. Dieses Motorrad kann auch schießen, indem man die rechte Maustaste drückt. Und dieses Schießen zählt auch als Bewegung. Sprich, ihr könnt auch durchgehend schießen. Sprich, ihr legt euch irgendein schweres Gewicht, sei es irgendwie, keine Ahnung, eine Kamera oder irgendeine Batterie oder irgendwas. Leute, lasst euch da was einfallen und schreibt es mir runter in die Kommentare. Legt euch einfach auf eure rechte Maustaste und dann, Leute, schießt dieses Motorrad einfach von alleine. Grüße gehen raus an Yo Olli auf jeden Fall an der Stelle. Dann schießt dieses Motorrad von alleine, Leute, und dann zählt das als Bewegung und ihr werdet einfach nicht gekickt. Sprich, ihr steht dann da 15 Minuten mit eurem Motorrad und dieses Motorrad schießt automatisch. Einer muss ja letztendlich gewinnen und wenn man Punkte haben möchte, muss man dann in diese gelben Zonen fahren, wo dann auch dieser Rauch ist, muss da kurz drin bleiben und man kriegt dann automatisch Punkte. Super wichtig ist, Leute, dass ihr das jetzt nicht am Anfang schon macht. Ihr müsst euch abklären, wer immer gewinnen möchte mit eurem Freund. Wenn euer Freund eh schon genug Geld hat, dann kann er auf jeden Fall so eine Ehrenaktion machen und euch wirklich durchgehend gewinnen lassen. Das dauert dann erstens nicht so lange und ihr bekommt einfach mehr Geld so an sich. Aber ihr könnt das Ganze natürlich auch mit eurem Freund machen, sprich du gewinnst eine Runde, er gewinnt eine Runde. Da möchte ich mich jetzt aber auch nicht einmischen, irgendeinen Krieg gefühlt auslösen, Leute. Da müsst ihr für euch das Ganze regeln. Auf jeden Fall habe ich es jetzt hier im Gameplay eine Runde mein Bruder, eine Runde ich gewonnen und das ist eigentlich ganz easy. Sprich, mein Bruder steht auch AFK rum, super wichtig. Er muss sich natürlich auch bewegen, sonst wird er auch, ich sag mal, rausgeworfen. Und ich meine, in den letzten 3 Minuten ist es super wichtig, dass ihr dann in einen solchen Kreis, ich sag mal, mit eurem Motorrad reinfahrt und einen Punkt holt, Leute. Super wichtig, sonst gewinnt nämlich keiner von euch. Aber wie gesagt, erst in den letzten 3 Minuten und dann könnt ihr, wie gesagt, auch nochmal weggehen. Das ist dann auch wirklich egal, nur dass ihr ein bisschen mehr Punkte habt als euer Freund, sage ich mal. Sonst gewinnt halt, wie gesagt, keiner, ist ja logisch. Naja, wir kommen jetzt auch mal zur Methode für die Controller-Spieler unter euch, wie ihr dann wirklich AFK, sag ich mal, das Ganze machen könnt. Sprich, euch bewegen könnt, ohne dass ihr jetzt an eurem Controller sitzt. So an sich. Naja, auf jeden Fall könnt ihr das so machen, dass ihr, ich sag mal, entweder so ein Gummiband nehmt oder es geht auch mit Kopfhörern, mit Apple-Kopfhörern zum Beispiel oder sonst was, könnt ihr einfach dieses Kabel um diesen Joystick da wickeln, um diese beiden Joysticks so ziemlich eng, dass die so sich nach innen drehen. Das ist super schwer zu erklären, aber ich denke, ihr wisst, von was ich spreche. Mit einem Gummiband geht es natürlich auch viel einfacher, sag ich mal so, weil dann einfach die Spannung eh schon gegeben ist so an sich. Und dann verbindet ihr halt, wie gesagt, eure beiden Joysticks mit so einem Gummiband. Ich denke, Leute, ihr wisst, von was ich hier spreche. Ich denke, das hat bestimmt jeder schon mal von euch gemacht. Und dann bewegt ihr euch automatisch, ihr lauft dann zum Beispiel im Kreis oder was weiß ich, Leute. Und dann werdet ihr echt nicht gekickt und es ist wirklich super effektiv, weil ihr, wie gesagt, in der Zeit entweder eure Hausaufgaben machen könnt, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, oder ihr könnt dann einfach zum Beispiel essen gehen oder sonst was und kriegt einfach durchgehend Geld. Und das ist natürlich auch wirklich nicht wenig. Das Ding ist, ich habe dieses Gameplay jetzt aufgenommen und dieses Video, wo es jetzt keine doppelte RP-Events gibt und so weiter. Oder doppelte Geld-Events. Es gibt ja manchmal so Events in Fortnite, da kriegt man für solche Missionen dann doppelt so viel Geld und doppelt so viel RP für jede einzelne Runde, Leute. Das habe ich jetzt in diesem Gameplay nicht gemacht, sprich, bei mir ist letztendlich, ich sag mal, die Belohnung, ich sag mal wirklich in Anführungszeichen, gering ausgefallen. So, ich habe ungefähr, ich würde mal sagen, so 130.000 oder so bekommen, was echt nicht wenig ist, so an sich fürs Nichtstun wirklich. Aber Leute, am Anfang habe ich ja so einen Clip vom YouTuber eingeblendet, der genau diese Mission auch vorgestellt hat. Und der hat dieses Event wirklich ausgenutzt, wo man doppelt RP und doppelt Geld bekommen konnte und hat damit einfach wirklich über 350.000 GTA 5 Dollar und über 4.200 RP bekommen. Also echt krass, Leute. Und das wirklich fürs nichts tun. Es gibt ja auch so Money-Glitches, da kann man wirklich Millionen innerhalb weniger Minuten machen. Das Ding ist, diese sind wirklich illegal, sprich, ihr könnt dafür wirklich gebannt werden. Und ich möchte jetzt hier euch auch keine illegalen Sachen zeigen. Letztendlich bin ich dann der Typ, der schuld ist, dass ihr gebannt werdet so an sich. Naja, wenn man mit seinem Freund jetzt wirklich dieses Event ausnutzt, wo man dann auch doppelte RP und doppeltes Geld bekommt, dann bekommt nämlich der Gewinner pro gewonnene Runde 40.000 GTA 5 Dollar und der Verlierer dann die Hälfte, also 20.000 GTA 5 Dollar. Wenn man das Ganze in der Zeit macht, wo es solche Events nicht gibt, sprich wie ich jetzt, dann bekommt der Gewinner 20.000 Dollar pro Runde und der Verlierer bekommt dann 10.000 GTA 5 Dollar pro Runde. Wir haben ja am Anfang wirklich 5 Runden eingestellt, sprich, das Ganze hört wirklich erst dann auf oder ihr werdet dann euer Geld bekommen, wenn der erste von euch 5 Runden dort gewinnt. Diese 5 Runden zählen nicht, dass man insgesamt 5 Runden spielt, sondern wirklich diese 5 Runden bedeuten, dass einer von euch wirklich 5 Runden gewinnen muss. Sprich, wenn ihr beide Geld haben möchtet und ihr euch dann abwechseln möchtet, dann gibt es insgesamt 9 Runden, die ihr dann, ich sag mal, vollbringen müsst. Das dauert natürlich dann noch eine gewisse Zeit, Leute, das weiß ich natürlich auch. Aber wenn ihr eh nicht am Start seid, dann kann es euch ja eigentlich auch egal sein, so an sich. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Hausaufgaben macht, dann juckt es euch ja nicht, ob die Mission jetzt 15 Minuten dauert oder 20 Minuten, so an sich. Aber eine Runde dauert wirklich 15 Minuten, wir rechnen das Ganze jetzt mal aus, also 15 mal
9, das ergibt dann wirklich 135 Minuten, sprich fast 2 Stunden. Aber in diesen 2 Stunden müsst ihr wirklich nicht am Start sein, sondern ihr könnt irgendwo euch anders hinpflanzen in der Wohnung, könnt irgendwelche anderen Sachen mal YouTube gucken oder sonst was. Und dann bekommt ihr wirklich in 2 Stunden fürs Nichtstun über 350.000 GTA 5 Dollar und super viel RP, wenn ihr diese Events ausnutzt. Und das ist wirklich mega, mega cool, meiner Meinung nach. Kann ich euch so auf jeden Fall echt weiterempfehlen. Ich hoffe, ich konnte es jetzt einigermaßen anschaulich rüberbringen. Du kannst auf jeden Fall auch in meine Crew joinen, einfach nur MVP forever. Leute, klingt ein bisschen komisch, aber joint einfach rein für nice Money-Methoden oder halt coole Paintjobs, Leute. Kommt alle in meine Crew. Damit würde ich auch schon sagen, kannst du gerne meinen Kanal kostenfrei für mehr solcher nice Videos abonnieren. Hier oben das Video abchecken, wo ich euch übrigens gezeigt habe, wie du als Anfänger von Null an startest. Ist auch wirklich super hilfreich geworden, kam auch mega gut bei euch an. Deswegen hier oben verlinke ich euch das mal. Check das Ganze mal ab, falls du es noch nicht getan hast. Und damit würde ich schon sagen, haut da rein, lass es sein und ciao.